Willkommen zurück, Leute, hier bei Let's Play The Legend of Dragoon. Es wird mich nicht wundern, wenn ich hier gleich noch in einen Kampf verwickelt werde. Aber naja, Geistring für uns. Ja, da ist er auch schon. Geistring für uns und die Gewissheit, dass Lloyd irgendwo hier in diesem Turm ist. Es ist der Turm von Flanville, ein früheres Fort von Wingnies. Und dieser Ort beherbergt mehr, als man vielleicht beim ersten Mal hinsehen glauben könnte. Aber dazu dann später mehr. So sehr ich Mundschlag übrigens auch mag, es gibt ein kleines Detail, was ich einfach mal so aus Spaß bemängeln möchte. Wenn ich eine Technik benutze, so wie den Mundschlag gerade, und mein Schwert bleibt im Gegner stecken, erscheint mir das doch als äußerst unproduktiv. Ich meine... Ja, das war wieder zu früh. Ich bin empfänglicher für Angriffe. Der Gegner ist ziemlich nah an mir dran. Ich meine, immerhin steckt mein Schwert da drin und ich werde dann wahrscheinlich davor stehen. Das ist einfach nicht gut. Wenn es der letzte Schlag ist, vielleicht, aber vorher nicht. Also, funktioniert nicht so ganz. Ja. Hier lang sieht gut aus. Es sieht aus wie ein Teleportationsdungeon. Ja, aber es ist keiner. Zumindest nicht auf die Art und Weise. Also, macht euch da mal weniger Sorgen. Es ist kein richtiger Teleportationsdungeon. Ihr müsst nur gucken, wie ihr höher kommt, so gesehen. Definitiv nicht so, aber ich kann jetzt im Kreis drehen. Yay! Dann müssen wir wohl hier lang. So einfach ist das. Es sieht aus wie ein Teleportationsdungeon, aber allein die Tatsache, dass wir nicht in Kämpfe geraten können, macht es deutlich einfacher. Der Mundspiegel ist da drin. Das sieht irgendwie... Oh Gott. Auch nicht gut. Der Dragoon Spirit des Götterdrachen schwenkt. Das heißt... Lloyd, endlich haben wir ihn in die Enge getrieben. Yeah! Ja, endlich haben wir ihn in die Enge getrieben. Waren berühmte letzte Worte. Ich lebe auch mal wieder gefährlich, weil ich mich einfach nicht, ich sage mal, so gut darauf vorbereitet habe, wie ich könnte. Ich werde hier tatsächlich speichern, denn der Kampf ist eigentlich nicht so schlimm wie der Windigo, aber durch meine begrenzten Heilmittel. Außerdem habe ich schon wieder fast eine Stunde gespielt, beziehungsweise aufgenommen und möchte auch nicht alles nochmal neu machen müssen. Ne, weil zur Not gehe ich einfach nochmal runter und fange den Part neu an. jetzt hat er eine Rüstung. Ernsthaft? Also eine Dragoon-Rüstung. Ernsthaft? Vielen Dank für eure Kooperation. Was bist du? Lloyd! Da sind sie. Ich habe eben gerade alle drei Göttermond-Artefakte bekommen. Warum ist der Dolch bläulich, grünlich? Ja, jetzt habe ich schon Farberkennungsschwierigkeiten. Grünlich am Leuchten, die anderen blau. Jetzt wird die Welt als die Utopie neu geboren, die Kaiser, Dias und ich erstreben. Die Welt wird neu geboren? Was redest du denn da? Ihr müsst das wissen, Eure Majestät. Ihr müsstet das wissen, Eure Majestät. Der evolutionäre Plan des großen Willens Soa. Der Strom der Entwicklung, den der göttliche Baum hervorbringt. Ihr Menschen seid nur die 106. in diesem Plan. Und wir Wingdies sind die 107 im Plan. Ich erstrebe die 108. Evolution. Ich erstrebe die Utopie, die von der letzten Art geschaffen wird.
Und dafür bin ich bereit, alles nur Erdenkliche zu tun. Leute, ist das alles, was du sagen wolltest? Ich lasse von nun an mein Schwert sprechen. Sollen wir es zu Ende bringen? Fuck yeah. 3 CDs lang. 2,5. 2,5 CDs lang. Und halb auch nur, weil wir auf der ersten CD erstmal dachten, er wäre okay. Jagen wir ihn. Und jetzt ist es Zeit, gegen Lloyd himself zu kämpfen. Allerdings, das ist prinzipiell etwas, was ich gut finde. Wir kämpfen nicht gegen Lloyd, wie wir es damals getan haben in der Arena. Nein, wir kämpfen gegen Lloyd in seiner Dragoon-Form. Die er jetzt gerade ja prinzipiell erst freigeschaltet hat, aber... Yeah. Und ja, er hat unglaublich langwidrige, aber trotz allem sehr interessant aussehende Techniken. Wobei mich diese Kuppel übrigens stark an Breath of Fire Breath of Fire 4 vor allen Dingen zurückdenken lässt. Oh Gott, ich hätte Kongruen nicht mitbringen sollen. Eines vorweg, ihr solltet euch hier in diesem Kampf definitiv nicht in einen Dragoon entwickeln, verwandeln, wie auch immer ihr es jetzt nennen möchtet. Macht ihr es doch, werdet ihr Bekanntschaft machen. Okay, ich hätte definitiv nicht Kongruen mitbringen nehmen sollen. Ich laber hier einen Müll. Verwandelt ihr euch doch in einen Dragoon, werdet ihr instant gekillt. Ist nicht so toll. Also ja, Punkt 1 ist, ich lasse Kongo jetzt erstmal noch ein bisschen liegen. Ich denke, der hat sich eine kleine Pause verdient. Das Problem mit Kongol ist, oder mit Lloyd vor allen Dingen, ist, er ist ein Wingdee, er benutzt sehr, sehr viel Magie, relativ wenige physische Angriffe. Ich weiß nicht, warum ich immer meine Kämpfe auf die harte Tour machen will. Aber da haben wir's. 580. Halleluja. Aber... was macht das schon? Macht's. Also, prinzipiell würde ich sagen, es macht spannender, wenn ich hier auf meine bescheuerte Art mit Handicaps arbeite. Man kann auch sagen, nein, das macht's eigentlich nur noch schlimmer. Ich weiß nicht, warum du uns die Videos so antust. Ich werde Kongo aber noch wiederholen, keine Sorge. Dafür habe ich ja genügend Engelsgebete da eingepackt. Das ist jetzt nicht das Problem. Das ist zum Beispiel einer seiner normalsten Angriffe. Ich glaube, das ist der normale Angriff schlechthin, den er drauf hat. Ja, das andere sind, glaube ich, schon die extremeren Sachen, die er uns jetzt präsentiert hat. Das gerade ist gar nichts eigentlich. Das ist so ein kleiner Schlag in die Fresse und dann sind wir fertig damit. Hol ich ihn jetzt schon wieder? Ja, dann sollte ich auch natürlich ein Engelsgebiet anklicken und nicht irgendwas anderes hier. Lasst Hirn regnen für mich. Ich gucke mir das an. Ja, ich könnte ihn wiederbeleben. Geschwindigkeit steigern. Ja, ja, ist Wiederbelebung schlechthin, dieses Item. Ja, Kongol steckt ja physische Angriffe besser weg als jeder andere von meinen Charakteren. Ist also da schon sehr praktisch. Wobei ich ihn wahrscheinlich einfach zum Heiler jetzt abkommandieren werde. Ist eigentlich ganz einfach. Einfach hinstellen, verteidigen lassen. Und wenn mal was ist, kann er immer eingreifen. Schon ganz praktisch. Wie ihr seht, Rose, Main Damage Dealerin. Einfach aus dem Grund. Mit ihrem Zusatz, wo wir jetzt auch dann doch schon relativ viel Training reinstecken konnten, ist sie definitiv diejenige, die am meisten Schaden austeilen kann. Haben wir es wieder.
Wenn ich mit dem Schwert drin stecken bleibe und wenn es die Luft ist in dem Fall, dann greife ich damit nicht an. Das ist blöde. Und ja, weil er jetzt im gelben Bereich ist, denke ich mir, pff, ich brauche nicht verteidigen. Krieg jetzt auf die Fresse dafür, aber ich denke mir, bin ich Munition vertreten. Scheiße. Ja, so läuft das. 320 nur. Hast du nachgelassen, Leute. Tatsache ist einfach, ich finde, was The Legend of Dragoon sehr richtig mit diesem Kampf alleine macht, ist, wir haben gegen Leute in der Arena gekämpft. Wir konnten Leute in der Arena nicht mal anfassen. Und über die 2,5 CDs sind wir so mächtig geworden, dass wir gegen einen noch stärkeren Lloyd, da er jetzt gerade den Drachentöter, weswegen wir keine Dragoons werden können, oder sagen wir sollten, während also jetzt über den Drachentöter wirklich im Kampf verfügt und über seine göttliche Dragoonform verfügt, besiegen wir ihn so. Es ist kein gescripteter Kampf. Er macht auch gerade keinen Instant-Todes-Finisher. Das ist auch nochmal so eine Sache. Es ist kein Instant-Death. Es gibt hier auch kein Instant-Death mehr. Also abgesehen von dem Instant-Death als Dragoon. Das war's. Wir haben den mächtigen Lloyd gestürzt. Und ich liebe das. Ich meine zumindest, das war's. Oder auch nicht. Ah. Dann habe ich es nur falsch interpretiert. Sah so aus. Sah so aus. Dann werde ich gleich sogar nochmal eine Runde wiederbeleben müssen. Was mich ein bisschen an dieser Attacke so irritiert, wenn wir jetzt so drüber reden, wie, bevor ich nochmal eine Runde heilen muss und so. Er kommt also geflogen. Bringt auf einmal 4 Apparate mit. Diese Apparate sorgen dafür, dass eine Schutzkuppel entsteht. Und seine eigentliche Attacke besteht dann daraus, dass er uns zu Tode leuchtet. Also, man könnte sagen, überlädt mit Magie. Das ist unerwartet, dass jetzt beide gleichzeitig in die Knie gehen. Dann wiederum, der magische Angriff hat schon irgendwo in sich. Ich hatte tatsächlich gedacht, der Angriff von Kongol hätte ihn jetzt erledigt. Also weil es so aussah wie diese, ihr kennt's ja, die Angriffe, die Dart dann zuletzt in einer Cutscene ausführt, ne, dass der Gegner da eigentlich erledigt ist, aber ist okay. Das ist natürlich ein bisschen nervig jetzt, dass ich wieder in einer dieser, ich muss alle heilen Phase stecke, aber pff. Okay. Was lernen wir daraus? Belebt niemals den langsameren Charakter zuerst. Es ist eine blöde Idee. Nein. Engelsgebet, so. Aber egal. Nichtsdestotrotz, ich wollte das wirklich nochmal erwähnt haben. Es ist, man kann jetzt sagen, es ist irgendwie scheiße, weil er so schwächtig rüberkommt. Aber ihr merkt ja, er kann eine Menge reinhauen. Die Tatsache ist einfach, er ist in einer stärkeren Form. Jetzt sind wir, glaube ich, fertig. Ja. Und trotz allem bekämpfen wir und sind siegreich. Oder zumindest dachte ich das, denn er weicht ja gerade aus, aber... Oh yeah! Wobei mir der Dart auch wieder so seltsam schwerfällig vorkam. Ich krieg dich, aber krieg dich doch nicht. Ja. Bemerke, wie elegant ich mein Schwert anlegen kann. Und spüre den göttlichen Zorn meines Mondschlages. Während alle anderen nicht mal anwesend sind. Aber egal, das ist Nebensache. Das ist übrigens Wink, falls ihr das nicht erkennt.
Deine ätherische Klinge sich schützen ist wahrscheinlich auch... Bitte. Vergib Leut. Plot Twist. Tatsächlich ein Plot Twist. Aber erstmal geht's jetzt um die Level. Wieder schöne Level-Ups. Nom 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 nom. Irgendwie wenig, aber egal. Level-Ups. Ich nehme sie so, wie sie sind. Frisch aus dem Spielebackofen. Habe ich sie rausgeschickt, oder? Albert, solltest du nicht oben sein. Leut hat Lawitz getötet. Ich vertraue Dart in allem. Er wird uns die richtige Antwort überbringen. Das glaube ich auch. Mir geht's genauso. Ebenso. Kogol nicken. Das heißt ja. Warum? Gute Frage. Warum hast du mich gedeckt? Ich habe die Leben von vielen Leuten für mein eigenes Ideal geopfert. Und für die Göttermond-Artefakte. Kein und nach einem Komma, mein Freund. Kein und nach einem Komma. Ich habe dich benutzt. Selbst wenn das stimmt. Du hast mich trotz allem gerettet. Außerdem macht dein Tod ja nichts einfacher. Shana ist entführt worden. Was sagst du da? Von dem Mann namens Kaiser Diaz. Er hat uns gesagt, wir sollen alle drei Göttermond-Artefakte und Leut besorgen und nach Felweb bringen. Kaiser Diaz. Endlich wird er selbst tätig. Bringt ihr sie jetzt zu ihm? Kaiser Diaz wird meine Utopie auch ohne mich verwirklichen. Ich habe alle meine Aufgaben erfüllt. Jetzt muss ich für das bezahlen, was ich dabei angerichtet habe. Tötet mich und geht nach Felweb. Ich weihe meinen Tod eurer Abreise. Buja, ich habe zwar keine Ahnung, wie die... Das ist das Einzige, was mich an der Cutscene jedes Mal irritiert. Ich weiß nicht, worauf die laufen. Worauf stehen die? Da ist nichts. Ist das Mitleid? Dein Tod. Bringt doch... keinen unserer Toten zurück. Leut, ich werde dich zwingen, das zu Ende zu führen. Nimm dein Schwert, Mann. Hallo? Leidenschaft. Ist das die Macht, die sie antreibt? Leidenschaft, Monster umzubringen oder was für eine Leidenschaft? Hi Leute. Ja, ich habe mein Schwert da gelassen. Ihr wisst, was das heißt. Steckt in ihm drin. Hab's nicht mehr rausgekriegt. Sorry. Ich finde den Mondstag toll, aber diese... dieses Feststecken dabei. Shana war... Aha. Wenn wir dorthin gehen, können wir die Wahrheit über Kaiser Diaz ans Licht bringen. Wer auch immer er ist gefährlich. Und außerdem, es ist ja wohl unverzeihlich, unsere liebe Shana als Geisel für seine Utopie-Quatsch oder was auch immer zu nehmen. Genau, ich verprügle ihn, egal wer er ist. Königin Theresa, wir gehen nach Felweb und wir brauchen den Mond. Ich verstehe, ihr könnt den Mondspiegel haben. Bringt euch ja eh nichts, nur so nebenbei. Vielleicht haben wir einen Fehler gemacht. Uns mit einem bequemen Leben betrogen, das in Wirklichkeit starr und tot war. Ja, wir Menschen sind nicht die einzige Art. Und alle Arten sind nach Soas Lebensplan entstanden.
An diese Dinge müssen wir uns erinnern. Der Angriff des Götterdrachen, die Existenz der Wingdies, die Göttermond-Artefakte, die Utopie, die Leute und Kaiser Diaz verwirklichen wollen. Und ihr Dragoons. Alles drängt uns dazu, uns zu erinnern. Als ob alles von einem gewaltigen Willen namens Schicksal gelenkt werden würde. Selbst wenn das so ist, ist es mir egal. Ich hole Shana zurück. Selbst das Empfängen des Schicksals. Miranda, du bist auch ein Dragoon. Geh mit Dart. Finde heraus, was das Schicksal bedeutet, das Sora für uns vorgesehen hat. Und so geht dieses Kapitel zu Ende. Nicht die CD, aber das Kapitel rund um Lloyd, wenn man so möchte. Interessanterweise wird Lloyd uns begleiten. Allerdings ist er kein spielbarer Charakter, leider. Das hätte ich gern gehabt. Ich meine, komm schon. Göttlicher Dragoon. Hat den Drachentöter als Waffe. Also besser wird's ja nicht. Kann ich dich was fragen? Ja. Warum hast du Wink zweimal das Leben gerettet? Dafür gab es keinen Grund. Verstehe. Erhalten Mundspiegel. Erhalten Munddolch. Erhalten Mundjuwel. Keine Ahnung, warum bei dem Mundspiegel eine zusätzliche Box eingebaut ist. Ich weiß es nicht. Mann, wäre das schön, wenn er ein spielbarer Charakter wäre. Muss ich ganz ehrlich sagen. Fände ich richtig klasse. Ist er aber leider nicht. Ja. Gott. Damit, so eine Heilung wäre echt schön gewesen. Naja. Wurscht. Ja, da hier ein Kampf kommt, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder bei der Kreuzung. Damit ich ein bisschen Zeit sparen kann. Bis dahin würde ich aber sagen, auf Wiedersehen und tschüss, Leute.